Hallo ihr Lieben, hier ist Lady Night. Ich begrüße euch ganz herzlich zu meinem neuen Projekt. Es handelt sich, wie angekündigt, um Runaway, a Road Adventure. Dieses Spiel wurde von den Pendulo Studios entwickelt. Das ist ein spanisches Team und wurde demnach natürlich auch als erstes in Spanien released. Und zwar bereits 2001 durch Dynamic Multimedia. Es wurde auch ein sehr großer Erfolg und man plante dann eigentlich die europaweite Veröffentlichung. Allerdings ist dann einiges schiefgegangen, denn der Publisher wurde insolvent und Runaway drohte in der Konkursmasse unterzugehen. Aber wie ihr sehen könnt, wir können das Spiel heute hier in Deutschland trotzdem genießen, und zwar auf Deutsch, nicht auf Spanisch. Und das verdanken wir zum einen den Pendulo Studios an sich, die sich also nach hartem Kampf die Rechte am Spiel wieder sichern konnten und damit natürlich auch die Möglichkeit hatten, neue Publisher zu finden. Zum anderen den deutschen Fans, die also sehr viele Internetaktionen gestartet haben und damit ja das Interesse am Spiel bekundet haben und gezeigt haben, dass es sich also lohnen würde, das Ganze hier zu veröffentlichen. Und als drittes hätten wir noch DTP Entertainment, die das Spiel im November 2002 hier auf den Markt gebracht haben. Ich finde Runaway ist ein sehr schönes Adventure, sehr gut gelungen. Es zeichnet sich durch sehr viel Witz und Humor aus, natürlich in den Dialogen. Aber ich finde, das beginnt schon im Handbuch und ich kann wirklich jedem nur empfehlen, der das Spiel hat und noch nie einen Blick in das Handbuch geworfen hat, das einfach mal nachzuholen. Es lohnt sich. Man findet dort den gleichen Witz, den gleichen Humor, den gleichen Charme wie letztlich im Spiel. Und ich bin ja sowieso jemand, der gerne, bevor ich das Spiel letztlich starte, nochmal einen Blick in das Handbuch wirft. Und ich finde es immer schön, wenn man dann schon eingestimmt wird und sozusagen Vorgeschmack darauf bekommt, wie das Spiel letztlich sein wird. Und das ist dir wirklich sehr gut gelungen. Und ich finde, das zeigt halt auch irgendwo die Liebe zum Spiel, sowohl der Entwickler als auch der Publisher. Ja, die Geschichte, die in Runaway erzählt wird, ist eher ernst gehalten, wird aber aufgelockert durch die ganzen Charaktere, die, sagen wir mal, von skurril über schräg bis fast normal reichen. Und ja, die Ernsthaftigkeit auch wieder so ein bisschen rausnehmen. Der Hauptcharakter ist Brian Busco. Über ihn möchte ich jetzt aber noch nicht so viele Worte verlieren, denn wir werden zu Beginn des Spiels sehr viel über ihn erfahren und das möchte ich jetzt einfach nicht von wegnehmen. Also sage ich einfach, lasst euch überraschen. Was ich persönlich auch sehr schön finde an Runaway ist die Erzählweise, die man ja noch nicht so oft gesehen hat, die das Ganze vielleicht auch noch ein bisschen auflockert, ein bisschen witziger macht und auf jeden Fall sehr interessant ist und da könnt ihr euch drauf freuen. Also lasst euch überraschen. Ja, was kann man sonst noch zu Runaway sagen? Ich finde, Runaway ist letztlich das Adventure gewesen, was dem ganzen Genre zu neuem Aufschwung verholfen hat. Weil wenn man sich's mal genau überlegt, so, ja, ab dem Jahr 2000 ist das Adventure-Genre sehr in den Hintergrund getreten. Lag vielleicht daran, dass sich marktdominierende Entwickler wie LucasArts oder Sierra Online Ende der 90er Jahre zurückgezogen haben. Vielleicht hat auch einfach das Interesse der Spieler nachgelassen. Auf jeden Fall ist es wirklich sehr in den Hintergrund getreten, man möchte schon fast sagen ausgestorben. Es wurden jedes Jahr, also wirklich von 2000 bis dann letztlich zur Veröffentlichung von Runaway im Jahr 2002, jedes Jahr ein oder zwei Adventure veröffentlicht. Und es hatte auch seine eingeschweißte Fangemeinde. Aber es ist halt wirklich im Vergleich zu den 90er Jahren, wo es wirklich seinen Höhepunkt hatte, stark in den Hintergrund getreten. Und Runaway hat also den Weg geebnet für einen neuen Aufschwung, den wir auch heute noch spüren können und der dafür sorgt, dass wir also heute wieder so viele hochwertige Adventure auf den Markt haben und auch jedes Jahr wirklich sehr viele Veröffentlichungen erleben können. Also das ist definitiv nicht mit dem zu vergleichen, was in dieser Zeitspanne von 2 Jahren war. Und ich denke, Runaway hat also durchaus diese Auszeichnung verdient, denn es enthält alle Elemente eines guten Adventures. Und es hat halt gezeigt, dass ein 2D-Adventure auch in der heutigen Zeit noch sehr beliebt und erfolgreich sein kann. Aber ich würde sagen, damit habe ich genug der Worte gesprochen. Und wir können dann als nächstes ins Spiel starten. Ich hoffe, ihr freut euch drauf und seid dann wieder mit dabei. Also bis dann. Tschüss.